gehört der Wagen Ihnen. Ja, warum? Vom Parkverbot halten Sie nichts. Ach so. Dann kommen Sie doch ein bisschen runter mit den Wagenpapieren. Ja. Guten Tag. Grüß Gott. Geht es wissen schon, dass ich Ihnen da jetzt eine Verwarnung geben muss? Das Parkverbot ist ganz neu, da muss man sich erst dran gewöhnen. Richtig, man muss sich immer erst an alles gewöhnen. Deswegen kriegen Sie auch die Verwarnung. Damit es ein bisschen schneller geht, das Gewöhnen. Meinen Sie nicht? Aber eine halbe Warnung, das bitte schön. Eine halbe? Ja, das Auto steht doch bloß zur Hälfte auf der Fahrbahn. Mit der anderen steht es doch am Trottoir, oder nicht? Okay, dann kriegst du mir also eine halbe Verwarnung wegen der Fahrbahn und eine zweite halbe Verwarnung wegen Behinderung der Fußgänger. Das macht dann insgesamt eine ganze. Einverstanden? Ist das Ihr Ernst? Ja, sicher. Es gibt zwei Sorten Leute, die ich nicht packen kann. Polizisten und Grenzer. Ja, schauen Sie, das liegt nur daran, dass Sie bis jetzt noch keine näher kennengelernt haben. Gott sei Dank noch nicht. Ja, da wird's aber höchste Zeit. Jetzt lernen Sie zum Beispiel mich kennen. Heindl ist mein Name. Ja, und? Von der ersten Polizeiinspektion. Darf ich mal Ihre Papiere sehen? Papiere? Sie haben das Auto unverschlossen geparkt und noch dazu die Papiere im Handschuhfach aufbewahrt. Wissen Sie, was das ist? Aufforderung zum Diebstahl. Ja, es gibt eine zweite Verwarnung. Wollen Sie mich schikanieren? Ich bin ja langweilig. Haben Sie sonst nichts zu tun? Stimmt. Im Augenblick nicht. Dann grinst es doch wenigstens nicht so blöd dabei. Sechs, jetzt hab ich schon wieder einen Fehler reingebracht. Dass ich grins, das dürfen Sie sagen, das stimmt sogar. Ich grins, weil Sie so nett sind. Aber dass ich blöd grins, das dürfen Sie nicht sagen. Das wäre nämlich eine Beamtenbeleidigung. Das wollen Sie doch nicht, oder? Na also. Und dabei haben Sie so einen schönen Vornamen. Ilona. Sehr einsame Spitze. Mein Vornamen geht's überhaupt nichts an. Was bin ich denn schuldig? Ja, jetzt mal langsam, langsam gehen. Schauen Sie, da haben wir ja schon wieder eine Ordnungswidrigkeit. Die Adresse auf dem Kfz-Schein, die stimmt mit Ihrer jetzigen Adresse nicht überein. Das haben Sie nicht umschreiben lassen. Das gibt eine weitere Verwarnung. So, jetzt können wir natürlich so weitermachen. Wie wär's denn mit einer Beleuchtungskontrolle? Willst du bitte Platz nehmen? Steigen Sie mal auf die Bremse und dann schauen wir, ob die Bremsengänger. Ja, das rechte Bremslicht geht nicht. So, und jetzt, wenn Sie bitte das Abblendlicht und dann das Fernlicht einschalten. Jetzt das Abblendlicht. Jetzt Fernlicht. Haben Sie ein Glück, dass Sie da an mich geraten sind. Ein jeder andere hätte Ihnen den Wagen sofort aus dem Verkehr ziehen. Das linke Abblendlicht und das rechte Fernlicht geht nicht. Es gibt eine weitere Verwarnung. Wie schaut's denn aus mit Verbandskasten, Warndreieck? Wissen Sie, was Sie mir kennen? Genau das kennen Sie mir. Gern haben kennen Sie mich. Machen Sie, was wollen und schicken Sie mir die Rechnung. Fünf gebührenpflichtige Verwarnungen. Mit TÜV-Auflage. Am selben Tag. An dieselbe Person. Ilona Nussbaumer. Wer ist denn das? Das ist eine Riesenfrau. Was? Nix. Sag mal, wir sind doch nicht zum Leitschikanieren da. Warum hast du das gemacht? Ja, weil ich nicht wollte, dass das aufhört. Nicht wollte, dass das aufhört. Das geht doch nicht. So weit geht der Ermessensspielraum nicht. Nicht einmal für einen bayerischen Polizeibeamten. Mein Gott, wie lange bist du jetzt bei mir? Ungefähr ein Jahr. Mein Gott, das mag ich nicht. Das weiß, dass ich das nicht mag. Aber eine Schlamperei hat schon. Die Ilona Nussbaumer. Aber Heldentat ist das keine. Na, das kriege ich schon wieder hin mit dir. Gefällt dir das? Ja. Das Seewasser kommt. Meinen Sie, ich höre nichts? Sie brauchen nicht so zu schreien. Kommt der Tee. Guten Morgen. Guten Morgen.
Ach, Sie haben schon wieder Ihren Traum aufgeschrieben. Hm? Wann lassen Sie mich denn endlich mal in Ihrem Traumbuch lesen? Von den Sachen verstehe ich nämlich was. Ich bin Mystikerin. Schon von klein auf. Frau Räuschlein, Sie haben doch schon längst alles heimlich gelesen. Oder nicht? Na, bis hier habe ich neu geguckt. Kurz. Aber Sie lassen ja auch immer alles offen rumliegen. Wissen Sie, was für ein Traum mir am besten gefällt? Der mit den Möwen. Die zu Fuß gehen. Wissen Sie auch, was das bedeutet? Das bedeutet Strebsamkeit und Fleiß. Der Mann, der Sie mal kriegt, der kann sich alle zehn Finger ablecken. Oh Mann. Ich sehe, hier wird gefrühstückt. Wieso wäre ich da nicht verständigt? Pass doch auf, meine Kleider. Geh mal so bürgerlich mit deinen Klamotten. So, und jetzt sitzt er auf meiner Sonnenbrille. Gestern gekauft, 48 Mark. Ganz schön konsumgeil. Außerdem, eine Brille hat auf einem Stuhl nichts zu suchen. Und du hast hier nichts zu suchen. Im Übrigen kannst du dein Frühstück in Zukunft selber machen. Ist heute mal wieder der 13. Schlecht geschlafen, böse Träume. Wie sehen Sie das, Frau Räuschlein? Habe ich als der offizielle Freund kein Recht mehr auf das gemeinsame Frühstück? Also da möchte ich mich raushalten. Rein genetisch astral passen Sie zwei sowieso nicht zusammen. Das habe ich euch oft genug erklärt. Frau Räuschlein, der Gasbadeofen funktioniert schon wieder nicht. Kommen Sie doch mal bitte. Die Flamme ist ganz unregelmäßig. Wisst ihr denn alleweil baden? Hm? Bei dem Betrieb wird doch der beste Badeofen rebellisch. Ach, Herr Clausus. Entschuldigen Sie bitte, Fräulein. Haben Sie vielleicht noch ein bisschen was von Ihrem Cognac da? Das hat mir nämlich mein Doktor verschrieben, wegen meiner Koronargefäße. Die Flasche steht da, wo sie immer steht. Also wissen Sie, mir gefällt das Wort Koronargefäße so gut. Das klingt irgendwie so feierlich, finden Sie nicht auch? Also ganz klein, Gläschen, gell? Nun gib mir doch endlich eine Tasse Tee. Wir haben bis 5 Uhr morgens diskutiert. Kulturpolitik. Ungeheuer starke Argumente. Ich bin immer noch ganz geschockt. Wie geht's in meinem Auto? Wieso? Fährt tadellos, alles okay. Mhm. Du hast das im Parkverbot stehen lassen. Und ich habe die Strafe zahlen dürfen. Okay, du kriegst es von mir zurück. Deswegen brauchst du nicht so einen Flunsch ziehen bei der Kohle, die du jetzt jeden Abend machst. Du hast mir versprochen, dass du es in die Werkstatt bringst und in Ordnung bringen lässt. Ich hab dir 400 Mark dafür gegeben. Ich mach das schon noch. Bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen. Ist doch dauernd was los. Jetzt brauchst du dich auch nicht mehr drum kümmern. Jetzt mach ich es selber. Jetzt gib mir die 400 Mark und zwar sofort. Mensch, Ilona, was ist denn los mit dir? Was los ist? Ich hab genug von deinen Unzuverlässigkeiten. Und jetzt gib mir sofort das Geld zurück. Oder hast du es vielleicht nicht mehr? Das darf mich auch nicht überraschen. Umso besser. Was soll denn das heißen? Ich hab's tatsächlich nicht mehr. Sorry. Polizeistunde! Alles heimgehen! Gehen Sie nachher noch wohin? Ja, heim ins Bett. Eine gute Idee. Aber alleine. Das ist Ihr letztes Wort? Hey, du siehst doch, dass mir dir die ganze Zeit ansägt. Sag ihm, dass es ihm im Lokal geirrt hat. Mit sowas wirst du doch allein fertig. Das nennt sich Freund. Ich möchte aber, dass du es ihm sagst. Nora! Ja, ich komm schon. Nein, in dieser Bahn läuft nichts. Dann müssen Sie schon in einen anderen Schluck haben. Das geht Sie doch überhaupt nichts an. Oder wollen Sie Ärger haben? Können Sie sofort haben! 3 Whisky, 2 Dornkart, 1 Pilz, 33,60. Die Lottozahlen. Die Rechnung.
Das ist doch nichts für Sie hier, klasse Mädchen. Waren Sie schon mal in Torremolinos? Ich habe dort ein Appartement. Es ist mir auch wurscht. Hier wird's Feierabend. 33,60. Wie erst, wenn wir noch wohin gehen. Lassen Sie mich sofort in Ruhe! Ich bin ein anständiger Mensch! Verstanden? Toni! Toni! Gib Ärger! Toni! Jeden Donnerstag das gleiche. Jeden Donnerstag. Immer wieder. Lassen Sie aus! Auslassen! Wenn jemand rausschmeißt, bin ich das und Sie gehen! Genau, bezahlt habe ich auch noch nicht. Hier, geben Sie es dem Mädchen. Langt es? Natürlich langt das. Also raus jetzt! Ja, ja, sicher. Bis zum nächsten Donnerstag. In der kleinen Stadt, da sind die Leute noch anders. Da bist du nur wer, wenn du bei der Polizei bist. Da haben sie noch einen Respekt. Magst du vielleicht weg von München? Chuck, die meisten von uns kommen eh von draußen vom Land. Weiß auch nicht, in der Großstadt, da sind die Leute einfach anders. Die sind irgendwie geschwinder, arroganter. Und immer gleich da mit der großen Kunst. Schau mal. Fahren Sie bitte ins Studentenlokal Radius. Ja, verstanden. ISA 301 fährt. Grüße Gott. Ist was los? Ja, ein Gast hat angerufen, hier soll irgendeine Schlägerei oder was. Ach so, nein, das haben wir schon selber erledigt. Das ist schon vorbei, den haben wir draußen. Ach so, ja. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Gell? Aber wollen Sie eine Tasse Kaffee haben? Ilona! Wollen Sie eine Tasse Kaffee haben? Einen Kaffee würde ich ganz gerne trinken, ja. Ja, und was ist mit Ihrem Kollegen? Ja, der sitzt draußen im Auto, den löse ich nachher ab. Ja, nein, da holen wir halt rein. Mein spezieller Freund. Haben Sie schon einen Sternl dazugekriegt für Ihre besonderen Verdienste? Grüß Gott. Jetzt grinst du schon wieder so, neulich. Ich grinse nur, wenn mir jemand sympathisch ist. Sympathisch? Davon habe ich nichts gemerkt. Sie haben mich ganz schön neidaucht. Ilona? Ja? Ilona, was ist denn mit dem Kaffee für den jungen Mann? Nein, nein, bleibst du. Ich mag jetzt keinen. Also das Auto von Fräulein Ilona kaufen, hm? Und da wird sie froh sein. Sie hat genug Ärger gehabt mit dem Kahn. Aber damit will ich nichts gegen das Automobil gesagt habe. Das ist ein erstklassiges Auto. So, damit Ihnen das Warten... Oh nein, das ist klasse. Damit Ihnen das Warten nicht zu lang wird, gell? Aber es wird ja sowieso nicht lang dauern. Ist nur schnell zum Einkaufen gegangen. Also, Prost, Herr Heine. Prost, Frau. Räuschlein. Oh, der ist gut. Ich brauche das. Das hat mir mein Arzt verordnet, wie eine Coronargefäße. Wenn Sie wissen, was das ist. Das sind die Herzkranzgefäße, gell? Stimmt. Sind Sie vielleicht auch ein Student? Nein, ich bin bei der Polizei. Ach, endlich spreche ich mal mit einem vernünftigen Menschen. Sie wissen ja gar nicht, mit was für Halbdepp und mit was für Schlawiner ich hier zu tun habe, seit ich hier vermieten muss. Aber nichts gegen das Fräulein Ilona natürlich. Aber der Freund da in dem Zimmer gegen Nümer, dieser Numerus Clausus, das ist einer. Numerus Clausus, das ist doch einer, der nicht studieren darf, gell? Stimmt. Und deswegen hat er ja auch den Spitznamen, weil er seit 3 Jahren sich vor dem Studium trägt und nur auf dem Kanapee liegt. So, also, jetzt kommen Sie mal her. Jetzt zeige ich mir mal Ihre Hand. Ja, wieso? Ja, also da, nein, die andere, ja. Da verstehe ich nämlich was. Ich habe eine starke transzendente Ader. Hm. Aha. Sie sind ein Widder, gell? Na, Steinbock. Ein starker Musiker zu. Moment. Ziehharmonika. Sehen Sie. Ja, so, Intelligenz und Improvisationstalent. Ja, und da... Ja. Was ist denn da los? Fräulein Ilona, kommen Sie mal her und gucken Sie sich mal diese Hand an. Das ist ein offenes Buch.
Grüß Gott, Fräulein Ilona. Ich wäre wahnsinnig. Jetzt grinst da schon wieder. Ich komme wegen Ihrem Auto. Ich würde vielleicht ganz gerne eine Probefahrt mit Ihnen machen. Ja, ich möchte vielleicht Ihr Auto kaufen. Eine Probefahrt? Ja, eine Probefahrt. Jetzt gleich? Ja, wenn Sie jetzt Zeit hätten, das dann jetzt gleich, weil ich jetzt hätte ich Dienst. Wir kaufen aber trotzdem den Wagen. Na bitte nicht, du nicht. Da finde ich schon einen Blöden, der ihn kauft. Ja, der Blöde ist schon da. Ich kaufe ihn mit allem, was dazugehört. Frierst du? Ein bisschen. Na, so warm sind die Nächte da noch nicht. Auf den Mai können wir sie auch nicht mehr verlassen. Oft herbstelt schon wieder. Zu mir können wir auch nicht gehen. Das möchte ich nicht. Na, ich weiß schon. Das hätte ich mir jetzt nicht sagen brauchen. Bei mir geht's auch nicht. Wie ein Tisch, Stuhl, Bett, Schrank. Das ist so kreislich. Gehen wir? Nein, ich möchte nicht. Ja, man denkt, du frierst. Das ist mir jetzt auch wurscht. Man, nimm doch wenigstens ein Glas. Das ist doch nicht zum Anschauen. Hey, du warst gestern Abend nicht in der Kneipe. Wieso? Ich hab da angerufen, dass ich nicht komme. Na und? Was, na und? Da hat dir der Bulle die Karre abgekauft. Hat er. Zum vollen Preis? Zum vollen Preis. Mit allen Macken? Mit allen Macken. Mensch, Ilona, das ist ja spitze. Ja. Dann sind ja die 400 Eier, die du mir gegeben hast, praktisch wieder drin. Geschenkt. So eine Mühle kaufen. Ich habe ja meine Frau, habe ich auch dienstlich kennengelernt. Ja, eigentlich war es Rafa an Schuld. Da
damals, da sind die Leute noch sehr früh mit dem Rad gefahren. Nicht, weil es modern war, nein, weil die Leute halt arm waren. Ich hab sie erwischt, wie es kein Licht gehabt hat. Dann hab ich es aufgehalten. Ja, die hat zielert von mir. Ja, ich habe ihr eine Gebührenpflichtige gegeben. 2 Mark. Das war damals sehr viel Geld. Sind ein bisschen Pfeffern? Ja, Pfeffer und Geschmack. Das hat's nicht gehabt. Dann habe ich gesagt, ja, was machen wir denn mit 2 Hübschen? Dann sehe ich, dass sie am vorne an der Lenkstange einen Kerbelhänger hat. Was glaubst du, was da drin war? Was weiß ich? Solche Steinpilze. Ja, solche Steinpilze gibt es heute gar nicht. Wunderbar. Wie ich die Schwanger gesehen habe, war es aus mit mir. Ich habe mich sofort in die Frau verliebt. Und von der Zeit an sind wir jeden Sonntag im Wald gegangen zum Schwanger aussuchen. Das war eine herrliche Zeit. Und dann habt ihr geheiratet? Nein, nein, nicht gleich. Erste Jahr später. Es war wieder Schwammerlsaison. Ich habe gemischte Pilze hab ich gemacht. Weißt du, mit viel Rahm, Petersilie, ein bisschen Zitronenschreck. Mm. Eine Prise Muskatnuss. War sehr gut. Aber nach einer halben Stunde ist losgegangen. Da sind wir krank geworden, sag ich dir. Schweißausbrüche und Schwindelanfälle. Und oh Gott, das sind wir krank geworden. Dann haben wir uns nebeneinander haben uns aufs Sofa gelegt, haben uns gehalten. Und da haben wir uns versprochen, wenn wir da lebend durchkommen, dann heiraten wir. Und? Na was? Ich lebe noch. Also, aber Schwammerl kommen wir keine mehr ins Haus, nur Zuchtchampignons. Ja, und jetzt soll ich nicht heiraten wegen deiner Schwammerl? Mei Heindl, was weißt denn du von einer Ehe? Aber bitte, heirat nur. Ich mach dann Trauzeugen. Was denkst du jetzt? Das war im Sommer, wie 13 war. Da hab ich bei uns daheim in der Leitsach immer ein paar Bierschiffe schwimmen lassen. Die Leitsach ist wie die Mangfall. Die Mangfall im Inn, der Inn in die Donau und die Donau ins Schwarze Meer. Und am Schwarzen Meer haben wir mir gedacht, da wohnen die Kosaken. Weil meine Schiffe waren im lauter Buch. Und da habe ich mir so einen Kosaken vorgestellt, mit einem hohen Pelzkragen und Patronen auf der Brust. Und? Hast du je eine Antwort gekriegt? Nein. Ich habe mich bloß gewundert, dass die Buben von der Untermühle immer so spaßig geschaut und immer gelacht haben. Bis ich draufgekommen bin, dass alle meine Schiffe im Rechen von der Untermühle hängen geblieben sind. Zum Spaß von den anderen. Darum ist es auch nichts geworden mit einem Kosaken. Ja, aber dafür hast du jetzt einen echten königlich-bayerischen Gendarm. Aber ein bisschen der Kosaken ist schon auch, oder? Schauen wir mal, was sie da machen lassen.
gegangen. Wir kaufen aber trotzdem den Morgen. Na bitte nicht, du nicht. Da finde ich ja einen Blöden, der ihn kauft. Ja, der Blöde ist schon da. Ich kaufe ihn mit allem, was dazugehört. Frierst du? Ein bisschen. Ach, so warm sind die Nächte da noch nicht. Auf den Mai können wir sie auch nicht mehr verlassen. Oft herbstelt es schon wieder. Zu mir können wir auch nicht gehen. Das möchte ich nicht. Na, ich weiß schon. Das hättest du mir jetzt nicht sagen brauchen. Bei mir geht's auch nicht. Wie ein Tisch, Stuhl, Bett, Schrank. Das ist so kreislich. Geh mal. Nein, ich möchte nicht. Ja, man denkt, du frierst. Das ist mir jetzt auch wurscht. Man, nimm doch wenigstens ein Glas. Das ist doch nicht zum Anschauen. Hey, du warst gestern Abend nicht in der Kneipe. Wieso? Ich hab da angerufen, dass ich nicht komme. Na und? Was, na und? Da hat dir der Bulle die Karre abgekauft. Hat er. Zum vollen Preis? Zum vollen Preis. Mit allen Macken? Mit allen Macken. Mensch, Ilona, das ist ja spitze. Ja. Dann sind ja die 400 Eier, die du mir gegeben hast, praktisch wieder drin. Geschenkt. So eine Mühle kaufen. Ich hab ja meine Frau. Tasse Tee. Wir haben bis 5 Uhr morgens diskutiert. Kulturpolitik. Ungeheuer starke Argumente. Ich bin immer noch ganz geschafft. Wie geht's in meinem Auto? Wieso? Fährt tadellos, alles okay. Mhm. Du hast das im Parkverbot stehen lassen. Und ich hab die Strafe zahlen dürfen. Okay, du kriegst es von mir zurück. Deswegen brauchst du nicht so einen Flunsch ziehen bei der Kohle, die du jetzt jeden Abend machst. Du hast mir versprochen, dass du es in die Werkstatt bringst und in Ordnung bringen lässt. Ich hab dir 400 Mark dafür gegeben. Ich mach das schon noch. Bis jetzt bin ich noch nicht dazu gekommen. Ist doch dauernd was los. Jetzt brauchst du dich auch nicht mehr drum kümmern. Jetzt mach ich's selber. Jetzt gib mir die 400 Mark und zwar sofort. Mensch, Ilona, was ist denn los mit dir? Was los ist? Ich hab genug von deinen Unzuverlässigkeiten. Und jetzt gib mir sofort das Geld zurück. Oder hast du es vielleicht nicht mehr? Das darf mich auch nicht überraschen. Umso besser. Was soll denn das heißen? Ich hab's tatsächlich nicht mehr. Sorry. Polizeistunde, alles heimgehen. Die Kinder seid zu lässig, sein Organ aus dem Gehen Sie nachher noch wohin? Ja, heim ins Bett. Eine gute Idee. Aber alleine. Ist das Ihr letztes Wort? Nee, du siehst doch, dass mir dir die ganze Zeit ansägt. Sag ihm, dass es ihm lokal geirrt hat. Mit sowas wirst du doch allein fertig. Das nennt sich Freund. Ich möchte aber, dass du es ihm sagst. Luna! Ja, ich komm schon. Ja, nein. Wenn dieser Bahn läuft nicht, dann müssen sie schon in einen anderen Schluck. Das geht dir doch überhaupt nichts an. Oder wollen Sie Ärger haben? Könnt ihr sofort haben! 3 Whisky, 2 Dornkart, 1 Pilz, 33,60. Die Lottozahlen. Die Rechnung. Das ist doch nichts für Sie hier, klasse Mädchen. Waren Sie schon mal in Torremolinos?
Ich habe dort ein Appartement. Es ist mir auch wurscht. Hier wird's Feierabend. 33,60. Wie erst, wenn wir noch wohin gehen. Lassen Sie mich sofort in Ruhe. Ich bin ein anständiger Mensch. Verstanden? Toni! Toni! Gib Ärger! Genau, bezahlt habe ich auch noch nicht. Hier, geben Sie es dem Mädchen. Langt das? Natürlich langt das. Also raus jetzt! Ja, sicher. Bis zum nächsten Donnerstag. In der kleinen Stadt, da sind die Leute noch anders. Da bist du nur wer, wenn du bei der Polizei bist. Da haben sie noch einen Respekt. Magst du vielleicht weg von München? Chuck, die meisten von uns kommen eh von draußen vom Land. Weiß auch nicht, in der Großstadt, da sind die Leute einfach anders. Die sind irgendwie geschwinder, arroganter. Ich bin gleich da mit der großen Kuschel. Schau mal. Fahren Sie bitte ins Studentenlokal der Radius. Ja, verstanden. ISA 301 fährt. Grüß Sie Gott. Was ist los? Ja, ein Gast hat angerufen, hier soll irgendeine Schlägerei oder was. Ach so, nein, das haben wir schon selber erledigt. Das ist schon vorbei, den haben wir draußen. Ach so, ja. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Gell? Aber wollen Sie eine Tasse Kaffee haben? Ilona! Junge, mit TÜV-Ablade. Am selben Tag. An dieselbe Person. Ilona Nussbaumer. Wer ist denn das? Da, das ist eine Riesenfrau. Was? Nix. Sag mal, wir sind doch nicht zum Leitschikanieren da. Warum hast du das gemacht? Ja, weil ich nicht wollte, dass das aufhört. Nicht wollte, dass das aufhört. Das geht doch nicht. So weit geht der Ermessensspielraum nicht. Nicht einmal für einen bayerischen Polizeibeamten. Mein Gott, wie lange bist du jetzt bei mir? Ungefähr ein Jahr. Alter, das mag ich nicht. Das weiß, dass ich das nicht mag. Aber eine Schlamperei hat schon die Ilona Nussbaumer. Aber Heldentat ist das keine. Na, das kriege ich schon wieder hin mit dir. Gefällt dir das? Ja. Das Teewasserkorb. Meinen Sie, ich höre nichts. Sie brauchen nicht so zu schreien. Kommt der Tee. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach, Sie haben schon wieder Ihren Traum aufgeschrieben. Wann lassen Sie mich denn endlich mal in Ihrem Traumbuch lesen? Von den Sachen verstehe ich nämlich was. Ich bin Mystikerin. Schon von klein auf. Frau Reuslein, Sie haben doch schon längst alles heimlich gelesen. Oder nicht? Na, bis hier habe ich neu geguckt. Kurz. Aber Sie lassen ja auch immer alles offen rumliegen. Wissen Sie, was für ein Traum mir am besten gefällt? Der mit den Möwen, die zu Fuß gehen. Wissen Sie auch, was das bedeutet? Das bedeutet Strebsamkeit und Fleiß. Der Mann, der sie mal kriegt, der kann sich alle zehn Finger ablecken. Oh Mann. Ich sehe, hier wird gefrühstückt. Wieso wäre ich dann nicht verständigt? Pass doch auf, meine Kleider. Geh mal so bürgerlich mit deinen Klamotten. So, und jetzt sitzt er auf meiner Sonnenbrille. Gestern gekauft, 48 Mark. Ganz schön konsumgeil. Außerdem, eine Brille hat auf einem Stuhl nichts zu suchen. Und du hast hier nichts zu suchen. Im Übrigen kannst du dein Frühstück in Zukunft selber machen. Ist heute mal wieder der 13. Schlecht geschlafen, böse Träume. Wie sehen Sie das, Frau Reuschlein? Habe ich als der offizielle Freund kein Recht mehr auf das gemeinsame Frühstück? Also da möchte ich mich raushalten. Rein genetisch astral passen Sie zwei sowieso nicht zusammen. Das habe ich euch oft genug erklärt. Frau Reuschlein, der Gasbadeofen funktioniert schon wieder nicht. Kommen Sie doch mal bitte. Die Flamme ist ganz unregelmäßig. Wisst ihr denn alleweil baden?
Bei dem Betrieb wird doch der beste Badeofen rebellisch. Ach, Herr Clausus. Entschuldigen Sie bitte, Fräulein. Haben Sie vielleicht noch ein bisschen was von Ihrem Cognac da? Das hat mir nämlich mein Doktor verschrieben, wegen meiner Koronargefäße. Die Flasche steht da, wo sie immer steht. Also wissen Sie, mir gefällt das Wort Koronargefäße so gut. Das klingt irgendwie so feierlich, finden Sie nicht auch? Also ganz klein Gläschen, gell? Nun gib mir doch endlich eine. Der Wagen Ihnen. Ja, warum? Vom Parkverbot halten Sie nichts. Ach so. Dann kommen Sie doch ein bisschen runter mit den Wagenpapiere. Ja. Guten Tag. Grüß Gott. Geht es wissen schon, dass ich Ihnen da jetzt eine Verwarnung geben muss? Das Parkverbot ist ganz neu, da muss man sich erst dran gewöhnen. Richtig, man muss sich immer erst an alles gewöhnen. Deswegen kriegen Sie auch die Verwarnung. Damit es ein bisschen schneller geht, das Gewöhnen. Meinen Sie nicht? Aber eine halbe Warnung, das geht schön. Eine halbe? Ja, das Auto steht doch bloß zur Hälfte auf der Fahrbahn. Mit der anderen steht es doch am Trottoir, oder nicht? Okay, dann kriegen Sie von mir also eine halbe Verwarnung wegen der Fahrbahn. Und eine zweite halbe Verwarnung wegen Behinderung der Fußgänger. Das macht dann insgesamt eine ganze. Einverstanden? Ist es Ihr Ernst? Ja, sicher. Es gibt zwei Sorten Leute, die ich nicht packen kann. Polizisten und Grenzer. Ja, schauen Sie, das liegt nur daran, dass Sie bis jetzt noch keine näher kennengelernt haben. Gott sei Dank noch nicht. Ja, da wird's aber höchste Zeit. Jetzt lernen Sie zum Beispiel mich kennen. Heindl ist mein Name. Ja, und? Von der ersten Polizeiinspektion. Darf ich mal Ihre Papiere sehen? Papiere? Sie haben das Auto unverschlossen geparkt und noch dazu die Papiere im Handschuhfach aufbewahrt. Wissen Sie, was das ist? Aufforderung zum Diebstahl. Ja, es gibt eine zweite Verwarnung. Wollen Sie mich schikanieren? Ist Ihnen langweilig? Haben Sie sonst nichts zu tun? Stimmt. Im Augenblick nicht. Dann grinst es doch wenigstens nicht so blöd dabei. Sechs, jetzt hab ich schon wieder einen Fehler reingebracht. Dass ich grins, das dürfen Sie sagen, das stimmt sogar. Ich grins, weil Sie so nett sind. Aber dass ich blöd grins, das dürfen Sie nicht sagen. Das wäre nämlich eine Beamtenbeleidigung. Das wollen Sie doch nicht, oder? Na also. Und dabei haben Sie so einen schönen Vornamen. Ilona. Sehr einsame Spitze. Mein Vornamen geht's überhaupt nichts an. Was bin ich denn schuldig? Ja, jetzt mal langsam, langsam geh. Schauen Sie, da haben wir ja schon wieder eine Ordnungswidrigkeit. Die Adresse auf dem Kfz-Schein, die stimmt mit Ihrer jetzigen Adresse nicht überein. Das haben Sie nicht umschreiben lassen. Das gibt eine weitere Verwarnung. So, jetzt können wir natürlich so weitermachen. Wie wär's denn mit einer Beleuchtungskontrolle? Willst du bitte Platz nehmen? Steigen Sie mal auf die Bremse und dann schauen wir, ob die Bremsengänger. Ja, das rechte Bremslicht geht nicht. So, und jetzt, wenn Sie bitte das Abblendlicht und dann das Fernlicht einschalten. Jetzt das Abblendlicht. Jetzt Fernlicht. Haben Sie ein Glück, dass Sie da an mich geraten sind. Ein jeder andere hätte Ihnen den Wagen sofort aus dem Verkehr ziehen. Das linke Abblendlicht und das rechte Fernlicht geht nicht. Es gibt eine weitere Verwarnung. Wie schaut's denn aus mit Verbandskasten, Warndreieck? Wissen Sie, was Sie mich kennen? Genau das kennen Sie mich. Gern haben können Sie mich. Machen Sie, was wollen und schicken Sie mir die Rechnung. Fünf gebührenpflichtige Verwandte. Wollen Sie einen Tass Kaffee haben? Einen Kaffee würde ich ganz gern trinken, ja. Ja, und was ist mit Ihrem Kollegen? Ja, der sitzt draußen im Auto, den lese ich nachher ab. Ja, nein, da holen wir ihn halt rein. Mein spezieller Freund. Haben Sie schon einen Sternl dazugekriegt für Ihre besonderen Verdienste?
Grüß Gott. Jetzt grinst du schon wieder so. Neulich. Ich grinse nur, wenn mir jemand sympathisch ist. Sympathisch? Davon habe ich nichts gemerkt. Sie haben mich ganz schön neidaucht. Ilona? Ja? Ilona, was ist denn mit dem Kaffee für den jungen Mann? Nein, nein, bleibst du. Ich mag jetzt keinen. Also das Auto von Fräulein Ilona kaufen, hm? Und da wird sie froh sein. Sie hat genug Ärger gehabt mit dem Kahn. Aber damit will ich nichts gegen das Automobil gesagt habe. Das ist ein erstklassiges Auto. So, damit Ihnen das Warten... Oh nein, das ist klasse. Damit Ihnen das Warten nicht zu lang wird, gell? Aber es wird ja sowieso nicht lang dauern. Ist nur schnell zum Einkaufen gegangen. Also, Prost, Herr Heine. Prost, Frau. Räuschlein. Oh, der ist gut. Ich brauche das. Das hat mir mein Arzt verordnet, wie eine Coronargefäße. Wenn Sie wissen, was das ist. Das sind die Herzkranzgefäße, gell? Stimmt. Sind Sie vielleicht auch ein Student? Nein, ich bin bei der Polizei. Ach, endlich spreche ich mal mit einem vernünftigen Menschen. Sie wissen ja gar nicht, mit was für Halbdepp und mit was für Schlawiner ich hier zu tun habe, seit ich hier vermieten muss. Aber nichts gegen das Fräulein Ilona natürlich. Aber der Freund da in dem Zimmer gehe ich nimmer, dieser Numerus Clausus, das ist einer. Numerus Clausus, das ist doch einer, der nicht studieren darf, gell? Stimmt. Und deswegen hat er ja auch den Spitznamen, weil er seit 3 Jahren sich vor dem Studium trägt und nur auf dem Kanapee liegt. So, also, jetzt kommen Sie mal her. Jetzt zeige ich mir mal Ihre Hand. Ja, wieso? Ja, also da, nein, die andere, ja. Da verstehe ich nämlich was. Ich habe eine starke transzendente Ader. Aha. Sie sind ein Widder, gell? Na, Steinbock. Ein starker Musiker zu. Moment. Ziehharmonika. Sehen Sie. Ja, Sie haben Intelligenz und Improvisationstalent. Ja, und da... Ja. Was ist denn da los? Fräulein Ilona, kommen Sie mal her und gucken Sie sich mal diese Hand an. Das ist ein offenes Buch. Grüß Gott, Fräulein Ilona. Ich wäre wahnsinnig. Jetzt grinst da schon wieder. Ich komme wegen Ihrem Auto. Ich würde vielleicht ganz gerne eine Probefahrt mit Ihnen machen. Ja, ich möchte vielleicht Ihr Auto kaufen. Eine Probefahrt? Ja, eine Probefahrt. Jetzt gleich? Ja, wenn Sie jetzt Zeit hätten, das dann jetzt gleich, weil ich jetzt hätte ich Dienst.